45 Grad, das Bein abgestellt, links, Becken schiebt nach vorn, Fußstellung eindrehen, parallel, Knie steht über Sprunggelenk, ja, Becken schön vorschieben, Vordehnung wahrnehmen, rechte Hand auf den Boden, schauen, komme ich mit dem gleichen Gefühl nach unten, fühle ich mich wohl, wieder aufrichten, linke Hand auf den Boden, komme ich gut nach unten, ja, nein. Wenn das gut funktioniert, gehen wir wieder hoch. Rechte Hand auf den Boden, den Unterarm auf den Boden führen, der Kopf schaut nach links, der linke Arm dreht nach oben, kommt wieder zurück, wieder in den Kniestand. Schaut alle so fragend. 45 Grad, die andere Seite, führen, spüren, Fuß eindrehen, Knie aufstellen, linke Hand auf den Boden, aufrichten, rechte Hand auf den Boden, aufrichten, linke Hand auf den Boden, Unterarm geht runter, rechte Hand dreht auf, versuchen wohl zu fühlen, wieder aufrichten, rechte Hand auf den Boden, Unterarm geht runter, linke Arm dreht auf, da ist auch etwas schwer und wieder zurück. Kniestand. Füllen wir weiter, machen wir gleich die nächste Sequenz. Linkes Bein geht nach vorn. Langer Schritt, Hüfte ist entspannt. Kannst ruhig von der Seite mal schauen. Du merkst, das Becken schiebt mir schön nach vorn, sind schön entspannt im oberen Bereich. Gehen mit beiden Händen, gehen wir auf den Boden, schauen, dass wir uns gut fühlen. Hüfte frei, Becken frei. Richten uns wieder auf. Beide Hände wollen wir den Handflächen, wir haben eine schöne Rumpfneigung. Wollen auf dem Boden schauen, dass wir gut runterkommen, dass wir uns gut frei fühlen. Kommen wieder hoch, drehen uns dann. Kommen wir nach vorne, Sabine. Genau. Wichtig ist, dass wir hinten stabil sind, dass wir das Bein nicht mitdrehen. Neigen uns dann komplett auf die rechte Seite. Gehen mit dem linken und rechten Unterarm auf den Boden. Versuchen uns hier zu entspannen. Kommen wieder nach oben. Gehen wir in den Kniestand. Letzter Wechsel. Rechts nach vorn, aushängen, richtiges Gefühl haben, Lockerheit zu haben, nicht zu sehr verspannt. Ist die Verspannung zu groß, geht ein kleines Stück wieder raus, dass ihr euch gut fühlt, dass ihr merkt, ich komme entspannt rein. Ist das Knie nicht zu weit links? Hast du nicht gesagt, die sollen drüber sein? Oder was? Das ist eine andere Position. Okay. Bei der Position muss es hier stehen. Mhm. Bei der Position hast du einen weiten Ausfallschritt. Beide Hände auf dem Boden, locker. Beide Hände überdreht, schauen, dass wir uns gut fühlen, locker fühlen. Letzte Position, drehen uns rein, hinteres Bein, versuchen wir festzumachen, eindrehen, rechter Unterarm, linker Unterarm, kurz ausfühlen und zurück. Und Pause!